Herzlich willkommen an der OpenData.ch 2014, dem traditionellen Anlass für Transparenz, Innovation und Effizienz dank offenen Daten. Wir treffen uns hier zum mittlerweile traditionellen Anlass mit intensiven Workshops mit 160 Teilnehmern und spannenden Vorträgen. Herzlich willkommen an der OpenData.ch 2014. Mein Name ist Hannes Gassert, ich werde Sie heute Morgen durch das Programm führen und werde Ihnen zuerst jetzt mal die allerwichtigsten Grundinformationen geben. So wichtig wie Nahrung, WLAN. Damit Sie alle online kommen, haben wir ein Netzwerk für Sie eingerichtet. Das Netzwerk heißt OpenData.ch, das Passwort heißt OpenData.ch. Sie kommen also online, keine Sorge. Da, wo wir das geregelt haben, vielleicht nur ein Wort zu, was uns hier erwartet. Wir werden jetzt hier am Morgen spannende Vorträge haben, werden über Mittag eine Vereinsversammlung machen für die, die im Verein OpenData.ch sind. Und wir werden am Nachmittag dann in die spannenden Workshops reingehen. Abschließend wird die ganze Sache heute ein Panel, hier oben, Sie sehen, das steht schon bereit. Das Panel heißt Dunkelkammer Schweiz und wir werden hier eine, glaube ich, wirklich kontroverse Diskussion erwarten. Und dann gibt es einen Apéro. Jetzt zu OpenData.ch. Das sind ja diese Leute, die Sie hier hinter mir sehen. Das ist der Vereinsvorstand und Sie sehen da ganz unten, da steht plus 3. Sprich, heute über Mittag werden wir den Vorstand um 3 Personen erweitern. Die unsere Webseite ganz aufmerksam verfolgen, die wissen schon, wer da dazukommen wird. Ich denke, das wäre eine schöne Herausforderung für Sie heute Morgen herauszufinden, wer diese 3 Leute sind. Vielleicht fragen Sie kurz rechts und links von Ihnen, ob es vielleicht die Person rechts oder links von Ihnen ist. Aber spätestens am Mittag werden Sie es dann rausfinden. Aber so kennen Sie schon die Leute rechts und links von Ihnen und wissen, ob das vielleicht der nächste OpenData.ch Vorstand ist. Ist jemand schon enttarnt? Ja, okay, ich sehe schon, das werden Sie noch herausfinden. Sehr schön. Wenn Sie Fragen und Kommentare haben, dann werden wir das, weil wir sehr dichtes Programm haben, werden wir es nicht so machen, dass wir ein Mikrofon im Saal rumreichen, sondern wir werden das online machen. Und ich bitte Sie, wenn immer Sie eine gute Frage haben für das, was hier oben auf der Bühne passiert, wenn Sie eine Anmerkung haben, wenn Sie eine Erkenntnis, eine Erleuchtung vielleicht haben, teilen Sie es uns mit über Twitter, benutzen Sie den Hashtag OpenData.ch und wir werden das hier oben auf der Bühne mitbekommen, ich werde Ihre Fragen stellen. Aber so glaube ich, haben wir ein effizientes System, wenn Sie nicht ein Gerät dabei haben, das Sie für das Twittern benutzen können, Ihr Nebenmann oder Ihre Nebenfrau wird Ihnen gerne weiterhelfen. Was bleibt? Es bleibt bereits jetzt zum Anfang schon Danke zu sagen. Danke unseren Sponsoren, die Government Schweiz, dem Kanton Zürich und OpenData Zürich. Herzlichen Dank für die Unterstützung, die wir hier haben erfahren können. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und legen wir doch los. Und wir legen los mit einer Einordnung der Ereignisse von André Gollier, dem Managing Partner von Itopia und dem Präsidenten von OpenData.ch. André. Vielen Dank, Hannes. Guten Morgen miteinander. Grüezi. Ich freue mich sehr, Sie hier zur OpenData.ch Konferenz 2014 begrüßen zu dürfen. Vor ziemlich genau einem Jahr waren, ich denke, einige von Ihnen und ich selbst in Genf an der Open Knowledge Conference. Da hatten wir fast 1000 Leute im Conference Center in Genf, hatten quasi die ganze Welt zu Gast und wir hatten auch ein spezielles Ereignis zu feiern. Wir hatten den Launch des Open Government Data Pilotportales des Bundes zu feiern, zu begehen. Also es war wirklich ein Großanlass, er fand auch entsprechend Resonanz schon im Vorfeld in den Medien. Und heute sind wir hier im Volkshaus in Zürich, etwas kleinerem Rahmen, etwas intimer, quasi unter uns. Ich
sage schon vorne ein, Entschuldigung, es ist eine ziemlich deutsch-schweizer Veranstaltung, das weiß ich, wir haben, ich grüße ganz speziell die Westschweizer Kollegen, oder, aber die, wir sind uns bewusst, die Veranstaltung ist deutsch-schweiz. Und was mich besonders jetzt in dem Kontext freut, ist, dass wir haben nicht irgendwelche Sensationen, wir haben keine Portaleröffnung, zum Beispiel wie vor 2 Jahren, als das Open Data Portal der Stadt Zürich eröffnet wurde, oder irgendwelche prominenten internationalen Referenten. Es gibt dann allerdings noch eine Überraschung, das überlasse ich dann Hannes, aber im Vorfeld war das mindestens nicht bekannt. Und trotzdem, ja, sehe ich einen vollen Saal, sehe ich das Interesse. Das heißt für mich in erster Linie, Open Data scheint wirklich nicht ein Eintagsfliege zu sein oder eine Sache, die von irgendwelchen Schlagzeilen nur lebt oder eben von einmaligen Ereignissen, sondern eine Bewegung ist, die einen langen Atem braucht auch. Und wir haben heute hier also quasi die Gelegenheit, jetzt nicht irgendwie uns in Festivitäten, Eröffnungen, Ankündigungen zu ergehen, sondern uns damit zu beschäftigen, wo stehen wir? Und was sind die Herausforderungen, wie wollen wir die anpacken? Und ich versuche jetzt so in den nächsten, schau auf die Uhr, ja, 5 bis 7 Minuten, Ihnen meine Gedanken zur Open Data Lage oder der Schweiz, also zur Datenlage der Schweiz, wiederzugeben, quasi auch so ein bisschen als Einführung oder Walkthrough durch das Programm, das Sie erwartet heute Morgen und heute Nachmittag. Jetzt muss ich hier klicken. Zuerst mal, wo wir sind, im Volkshaus, ganz kurz, doch, als Verordnung. Die, die nicht von Zürich sind, kennen es vielleicht nicht, oder? Das ist ein wirklich historischer Ort. Hier haben sehr viele Sachen stattgefunden. Das ist über 100 Jahre alt. Dieses Gebäude hat sehr viel erlebt. Und von lokaler Geschichte über nationale Geschichte bis zur Weltgeschichte, oder? Und das wissen vielleicht die wenigsten von Ihnen. Vor jetzt dann knapp 100 Jahren, nämlich ziemlich genau am 9. Januar, wenn ich das richtig ablese, 1917, also mitten noch im Ersten Weltkrieg, hat ein Herr Uljanow, besser bekannt als Wladimir Iljitsch Lenin, im Saal gleich hier anschließend, der ist aber erst heute Nachmittag in Betrieb, im sogenannten Blauen Saal, eine Rede über die Revolution in Russland 1905 gehalten. Also kurz bevor dann die Februarrevolution in Russland losging, und ein paar Wochen später reiste ja eben solcher Lenin in einem verschlossenen Bahnwagen durch das Deutsche Reich und das Kriegseuropa nach St. Petersburg, das damals, glaube ich, Petrograd hieß, um dort dann eben die Oktoberrevolution und die Machtergreifung durch die Bolschewiken und die Gründung der Sowjetunion vorzubereiten. Nun, also uns ging es noch nicht so lange und wir planen auch keine Revolution, entgegen hartnäckigen Gerüchten, wir sind auch keine Piraten. Aber wir wollen durchaus etwas bewegen. Das ist unser Motto, das ist bekannt. Wir wollen mit Open Data mehr Transparenz, mehr Innovation und mehr Effizienz, und wir sind nach wie vor von diesem Motto, von dieser Vision überzeugt. Ich sage gleich, diese Triade Transparenz, Innovation und Effizienz kommt auch in dieser Veranstaltung nicht etwa äquivalent zum Zug. Gleich vorneweg, das Thema Transparenz haben wir für das Panel aufgespart. Hannes Gassert hat es bereits erwähnt. Und wir haben 2 Workshops, die sich mit dem Thema Transparenz irgendwie im gewissen Sinne beschäftigen, insbesondere der Workshop zur Open Finance, der heute Nachmittag stattfindet, und die Überraschung, die dann Hannes noch ankündigt, wird sich auch um das Thema Transparenz kümmern, heute Morgen noch in einem Referat. Also, es steht im Zentrum eher Innovation, wirtschaftliches Wachstum durch Open Data, und da haben wir eine Vision. Dieses Bild, das kennen die meisten von Ihnen, das stammt aus der Open Government Data Studie Schweiz, die wir vor 2 Jahren publiziert haben. Und es sagt einfach, ich will Ihnen das da natürlich nicht vorbeten, dass Open Data, die Vision, aus 3 Bestandteilen besteht gewissermaßen, aus den Daten, die überall in Massen vorhanden sind, bei der Verwaltung, in Firmen, bei Forschungsinstitutionen und auch bei einzelnen Personen. Und die Idee, dass man diese Daten viel besser nutzen kann, machen kann, wenn man sie eben zugänglich macht als Open Data. Ich spreche hier immer von sekundärer Nutzung, es geht nicht um die Primärnutzung. Und der dritte Teil, eigentlich in der Mitte, ist die
Publikmachung dieser Daten in Portalen über APIs in dieser Open Data Space, der steht. Das ist bekannt, diese Vision, und diese Vision ist eigentlich ein guter Bezugspunkt, um zu schauen, wo stehen wir mit Open Data, wie sieht die Open Data Lage aus. Und da ist mal sicher festzuhalten, der öffentliche Sektor in der Schweiz befindet sich ganz klar auf dem Weg zu Open Data, ziemlich am Anfang noch des Weges, aber wir haben doch einen entscheidenden Wegmarke erreicht mit der Open Government Data Strategie Schweiz 2014 bis 2018, die der Bundesrat im April verabschiedet hat, das dürften Sie alle wissen. Und wir haben das Open Government Data Pilotportal, das ich bereits erwähnt habe, seit letztem September in Betrieb, an dem sich auch der Kanton Zürich beteiligt, das ist da unten aufgeliefert. Und es sind alle Kantone, Gemeinden, weitere Bundesämter nach wie vor, denke ich, herzlich eingeladen, sich an dieser Publikation von Open Data zu beteiligen. Nach wie vor ist es eine Allianz, denke ich, auch der Willigen. Es gibt nicht einen Befehl, oder Open Data zu publizieren, sondern es lebt sehr stark vom Engagement, und das ist ja vorhanden. Ich denke, wir werden anschließend zu der Situation im Referat von Andreas Kellerhals, Direktor des Schweizerischen Bundesarchives, noch einiges hören und in weiteren Beiträgen. Das ist sicher sehr spannend, diese Bewegung ist im Gang. Dann da rechts auch zu vermerken auf der Open Data Landkarte in der Schweiz ist ein etwas quasi monolithisches Ding, das sich Transport API nennt oder transport.opendata.ch. Die Insider kennen das, ist ein API auf die Fahrplandaten der SBB, befindet sich gewissermaßen in einer Grauzone, wird aber regelmäßig genutzt, soviel ich weiß. Sind das zeitweise bis gegen 1 Million Calls pro Tag gewesen. Jetzt ist es ein bisschen reduziert, weil es technische Probleme gab. Und das ist eine Zeit, wohin Open Data gehen kann. In welcher Art? Eben APIs und von der Nutzung her vom Potenzial. Dafür steht dieses Transport API. Und das wird heute ja Gegenstand sein, zumindest eines Workshops, also die sich für das Thema mehr interessieren. Es gibt einen Workshop zu Open Transport und da kommt das auch zur Sprache. Nun, es gibt aber auch Barrieren im öffentlichen Sektor, das müssen wir sagen, es gibt nach wie vor sehr viele Regulierungen, es gibt Gebühren auf den Daten und so weiter und so fort, es gibt auch viele Bedenken oder andere Prioritäten und so weiter. Es braucht viel Überzeugungsarbeit nach wie vor in der Verwaltung und im öffentlichen Sektor, das ist Ihnen bekannt, aber es gibt auch einen wichtigen Lichtblick. Und das ist die Revision des Metro-Gesetzes, von dem Sie vielleicht gehört haben. Der Nationalrat, oder respektive die UREC des Nationalrates, hat diese Gesetzesänderung verlangt, einen gebührenfreien Zugang, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig sage, einen gebührenfreien Zugang zu meteorologischen und klimatologischen Daten und Informationen. Das ist quasi der offizielle Titel dieser Gesetzesrevision. Diese Gesetzesrevision liegt vor 2 Tagen ging die Vernehmlassung zu Ende und die Revision ist tatsächlich, die Vorlage ist vielversprechend, wir als opendata.ch stehen voll dahinter. Wir haben das sehr begrüßt, wir wurden auch eingeladen, eine Stellungnahme abzugeben, die ist publik auf unserer Homepage. Und der wichtigste Punkt erwähne ich doch, also diese Gebührenbefreiung ist verbunden, der Vorschlag mit einer finanziellen Kompensation, das geht um zwischen 4 und 6 Millionen, das ist nicht unerheblich für Meteo Schweiz. Und nur wenn dieser Gebührenausfall kompensiert wird, ist ja gewährleistet, dass Meteo Schweiz auch in Zukunft Daten und Informationen in der herkömmlichen Qualität, in dem herkömmlichen Umfang weiter produzieren kann, was wir ja wollen. Also das ist ein entscheidender Punkt. Und das ist sicher auch für die Kollegen vom Swisstopo, die auch hier sind, relevant, weil dort geht es dann nicht nur um 6 Millionen, sondern da geht es dann irgendwie Irrtum vorbehalten um 20 Millionen plus, die substituiert werden müssen. Und was mich besonders freut, darf ich hier sagen, der Initiator der Motion, die zu dieser Gesetzesrevision geführt hat, Christian Wasserfallen von der Freisinnigen Partei, so viel Werbung für die Freisinn darf auch hier im Roten Volkshaus sein, hat gesagt, dass die FDP diese Motion, diese Gesetzesrevision unterstützt und mithin also auch den Vorschlag für die finanzielle Substitution, was bei dieser Partei, das wissen Sie, keine Selbstverständlichkeit ist. Okay. Dann, wie geht es weiter? Es sind weitere Schritte für eine Open Data Infrastruktur in der Schweiz am Horizont sichtbar.
nebst den bereits erwähnten Ausweitung quasi der Open Data Infrastruktur für den öffentlichen Sektor steht an ein Open Research Data Portal. Wird die Geburtsstunde voraussichtlich im nächsten Frühjahr sein. Das ist ein Projekt im Rahmen des Programmes P2, der Schweizer Universitätskonferenz, SUK, die sich um wissenschaftliche Information, Zugang, Verarbeitung und Speicherung kümmert. Und da ist ein Projekt angenommen worden im letzten Juni, das eben ein Open Research Data Portal, sehr analog zum Open Government Data Portal, das Sie bereits kennen, vorsieht. Und wie gesagt, im nächsten Frühjahr. Dazu werden Sie noch einiges hören im Referat von Peter Fargo, dem Direktor von FORS, der den Lead hat für dieses Projekt, und im Workshop Open Research Data, den ich selber moderiere heute Nachmittag, da werden Sie Einblicke gewinnen. Dann, und das ist jetzt eher gestrichelt, weil noch ein bisschen in Fantasie, ich weiß, dass Firmen, und zwar große Firmen, durchaus auch Banken, sich mit dem Thema beschäftigen, Open Data zu publizieren. Und das ist auch alles andere als Selbstverständlichkeit löst ab und zu auch Heiterkeit aus. Ich weiß das. Es ist hier nicht vom automatischen Datenaustausch die Rede, sondern von all den Daten, die bei unseren Banken, Versicherungen, wo auch immer lagern, die Kunden oder Personen unabhängig sind und von großem Interesse für die Öffentlichkeit, für unsere Wirtschaft. Sie wissen das selber. Da dürfen wir einiges erwarten, aber es braucht auch da viel Überzeugungsarbeit. Last but not least, ganz rechts, das wird Sie vielleicht überraschen, steht Personen, Privatpersonen und MyData. Und das ist vielleicht umstritten, ob das auf eine Open Data Landkarte gehört. Wenn man in die USA schaut, gehört es ganz klar dazu. Wir sprechen hier nicht Open Data im klassischen Sinn, sondern es geht um die Daten, die Ihnen allen eigentlich gehören oder auf die Sie ein Anrecht haben. Oder? Das sind alle Ihre Daten, sei es, dass Sie sie als Bankkunden, als Retailkunden, als Patienten, als was auch immer generieren. Und es gibt quasi eine Bewegung auch, wie Open Data, die verlangt, dass wir alle Zugang zu diesen Daten bekommen, dass wir sie mitnutzen können, dass man sie sekundär nutzen kann. Und es ist ein Projekt im Gang. Sie haben wahrscheinlich von Ernst Hasen schon gehört, dem Professor von der ETH, immer Präsident der ETH, der dieses Projekt leitet. Das nennt sich mydata.coop, wo es darum geht, eine Plattform aufzubauen, wo wir alle eben Zugang zu unseren Daten gewinnen, wo wir unsere Daten auch zur Verfügung stellen können. Jawohl, ich werde. Danke. Bekomme einen Hinweis von einem Vorstandskollegen, das werde ich dann gleich noch sagen. Also, diese Plattform kommt, wer das interessiert. Im Open Research Data Workshop heute Nachmittag wird Ulrich Genickhäuser von der ETH diese Plattform vorstellen. Und ich denke, dass man in den nächsten Monaten mehr von diesem Thema hören wird, MyData. So, das war quasi die Datenlogistik von der Angebotsseite. Jetzt ist die Frage, wie steht es mit der Nutzung? Und tschüss Zettel. Da sind riesen Erwartungen im Raum, Sie wissen das. Sie haben sicher alle die, vielen Dank, haben alle die McKinsey-Studie letztes Jahr im Oktober publiziert mitbekommen. 3 bis 5 Trillionen US-Dollar wirtschaftliches Wachstum dank Open Data. Das sind US-Trillionen gemeint. Bei uns sind das Billionen, also ein Peanuts. Adlein Böge-Schmenz, die auch hier ist, ist da etwas bescheidener vom EDI. Sie hat ja diese Studie zum wirtschaftlichen Aspekt von Open Government Data vor einem Jahr publiziert. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Sie liegt bei etwa 1,2 Milliarden, so finde ich das, weiß, also etwas bescheidener, aber doch immerhin. Aber wenn wir jetzt schauen, was ist der aktuelle Stand der Open Data Nutzung in der Schweiz, ich habe das hier aufgelistet, dann ist das noch bescheiden. Transport.opendata.ch, wie gesagt, bereits sticht heraus. Und was wir nicht wissen, ist, wie weit Open Data in Firmen, bei den Medien und so weiter genutzt werden. Dazu fehlen Erhebungen. Aber es ist klar, das findet statt. Auch da weiß ich von verschiedenen Banken, Versicherungen, Unternehmen, die Projekte up and running haben, wo es eigentlich darum geht, Open Data für ihre Geschäftszwecke zu nutzen. Also so schlecht sieht es nicht aus, aber es gibt noch sehr viel Potenzial. Daher hier noch ein paar Inspirationsquellen für Open Data Ideen. Open Data Now, das Buch von Joel Goering, kann ich nur empfehlen. Er ist Berater der amerikanischen Regierung. Das Open Data 500 Programm des GovLab, auch der amerikanischen Regierung, wo die 500 wichtigsten Firmen in den USA porträtiert sind, die Open Data einsetzen.
und das Open Data Institute, die Gründung von Tim Berners-Lee und Nigel Shepard, den wir auch schon hier hatten, um Open Data Startups zu fördern und zu unterstützen. Und dann natürlich viele weitere, und was ich auch noch hier empfehlen möchte, da wir ja als Verein opendata.ch das Swiss Chapter der Open Knowledge Foundation sind, schließen sich Open Knowledge an, neu gebrandet, Sie sehen das, da finden Sie unzählige Möglichkeiten natürlich für Ideen, mitzuwirken und so weiter, oder am besten natürlich auch über eine Vereinsmitgliedschaft bei opendata.ch, so wie noch Eigenwerbung, und da finden Sie eigentlich diese Anregungen. Ich komme zum Schluss, ich weiß, ich habe schon überzogen. Ich wünsche Ihnen, und dafür haben wir genau diese Konferenz heute, möglichst viele Anregungen, Ideen, Kontakte, Networking für Ihre Open Data Projekte. Vielen Dank. Mhm.